Ja, servus. Pikmin 4, ich bin der Captain des Kantos Corner. So, ja, war das. Ihr seid Twiggy und der Feld ist auch dabei. Und Hallo, liebes heute Publikum. werden wir den fürchterlichen Höhlenmoloch besiegen, der sofort anfängt zu gehen. Ob dieser Dem ist das jetzt schon zu fantastischen. langweilig. Ja, ich merke schon, ich Wollen weiß wir gar nicht. erstmal die Pots wegmachen? Ich weiß nicht, ob das vielleicht. Ich weiß Wieder mit den nicht. iPods! Da war Gold drin. Frisst der vielleicht das Gold? Lenkt ihn das vielleicht ab? Nein. Da war ein Schatz drin. Oh, und die 20! Ich wollte erst 12 sagen, aber. Oh, und die 4? Die Ja, die 4! ganzen Collections-Wellen sind aber sicher Ja. beendet. Ja, es neigt sich tatsächlich so ein bisschen dem Ende zu. Außer von der einen Gruppe. Da haben wir doch. Da fehlen uns doch immer noch irgendwie so 5 Ja, Mädchen. ja. Und ich glaube, 2 von der TV-Crew fehlen uns auch noch. Mindestens. Fried ihr ein, Jungs, fried ihr ein. Ihr könnt ihn gar nicht einfrieren, weil er auf dem Gold hockt. Na gut, dann kloppt den Gold, kommt der Gold runter. Er hat da seinen Knopf. Jawohl, der Knopf vor allen Dingen. Oh. Einfach so eine so weiche Stellen am Rücken. Sein Ekzem. Also ich finde das sehr extrem, was du da machst. Was sind, wenn die das Gold, also die teilt das quasi in kleinere Mengen und dann. Ja, die machen das Gold kaputt, damit er das nicht wieder auf seinen Rücken packen kann. Ah, verstehe. Aber das kann auch nicht, wenn ich ihn rushe! Ja, du musst aber auf seine Flecken rushen. Sonst bringt das nichts. Die können ihn nirgendwo anders angreifen. Ich sehe schon. Oh, der eine Fleck ist jetzt schon weg. Ja, das oh, stimmt. Der Fleck ist weg, der Fleck ist weg. Fleckenwecker, Fleckenwecker, das heißt, Fleckenwecker. Deckt ihn gar nicht. Oh, scheiße. Nicht die beste Position. Nee, das war auch fast direkt ins Maul, ja. aber. Das ist mein Leibgericht. Na, Maul. Das ist mein Leibgericht von Igel. Jawoll, der war doch solide. Du musst ihn von vorne wirklich wahrscheinlich auf das Goldding raufschmeißen. Irgendwie. Hm. Über sein Mäulchen hinweg. Mäulchen. Lecker Mäulchen. Oh ne, Leckermäulchen Schokolade ist so abartig. Oh nein! Oh. Ah, da war ich zu spät dran. Oh, und das so kurz davor. Ach. Das ärgerlich. Klingt, als wenn du das mit Absicht gemacht hast. Entschuldigung, dann so meine ich das nicht. Ich meine, so ein bisschen ist mir das Schicksal der Kleinen auch egal, aber. Uff, okay, haben wir ja jetzt. Hast du ja einen Ohren, den Klobber kaputt gemacht? Der hätte ich letzte Folge ja noch locker schaffen können. Ja. Nee, gut, ein bisschen Arbeit kann ich dir auch geben. Weg mit dem Gold, weg mit dem Gold, wir hassen Gold. Nieder mit dem Kapitalismus, ja, ja, nieder mit dem Kapitalismus. Ja, da rechts sind noch Goldklumpen, die kannst du aber wirklich einsammeln. Die sind alles voll mit Schnüsselatz. So sagt man. Und da ist noch die 20. Die Tweenie. Los, Hund. Die Tweenie. Stimmt, den Hund haben wir schon lange nichts mehr alleine sammeln lassen müssen. Oh, der hat nur 100 von 2 gewürfelt. Und das müssen sie auch nicht. Ja, das ist cool an den weißen Pikmin. Die sind verdammt schnell. Wenn du die irgendwo mit ranpackst, wo andere Pikmin sind, dann verschnellen die meistens die. Und hier ist jetzt Sachen. Der gestrandet, oder? Ne? Müsste ja. In dem Ei hat er sich versteckt. Wie soll das funktionieren? Wurde der gefressen ja. und dann. Nee. Dann wahrscheinlich da links beim Ausgang. Bei dem Gang da rechts jetzt. In dem Pötz drin. In dem Pötz. Ich wollte Pott sagen. Ich bin der Pötz. Gab's nicht diesen Moderator, der hieß Pötz? Das ist sehr gut möglich. Mit diesem gezwirbelten Bart? Nee, der hieß anders. Das sagt mir nichts. Thomas? Thomas Pötz, weiß ich nicht. Ich meine anders. Warum schicke ich immer dieselben dahin? Aber ich glaube, hier sind alle. Es sind alle beblumt. Aber Ocean kann sich nochmal auffrischen. Naja, warum nicht? Wen kriegt er vielleicht den nächsten Knospe hinten dran? Joa. Oder sind noch ein paar Pits? Nee, Paul Pütz! So, den Paul Pütz? Ja. Weiß ich aber gerade auch nicht genau, wer das war. Ja, das war so ein Kochtyp. Das kann sein. Ja, so eine Brille oder so einen richtigen Schnauzer hier so. Ja, und Pütz. Paul Pütz. Und da hat er immer so geredet wie einer aus der Köln. Oh, natürlich. Ein Franzose aus Deutschland. Kölner sind doch auch nur die Franzosen von Deutschland. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber ich hab's gesagt. Jetzt kann ich es nicht mehr zurücknehmen. Aber warte mal, der
Der Dingens war noch nicht aus, der Radar. Lichnikov? Ach, jetzt, okay. Rette 10 Laublinge abgeschlossen. Oh, fantastisch. Ja, das ist so unfassbar. Unfassbar. Wir haben ja schon fast eine Fantastilliarde an Leuten gerettet. Das ist wahr. Weißt du, was eine Fantastilliarde ist? Eine erdachte Zahl. Eine 1 mit 120 Nullen oder 125 Nullen oder sowas. Fantastisch. Die als größte Zahl, die man sich irgendwie so selbst vorstellen kann, quasi. Eine Null mehr und man stirbt. Nee, aber das ist schon irgendwie gar nicht mehr so richtig vorstellbar. Irgendwie, keine Ahnung, okay. So habe ich das als Kind jedenfalls mal gehört. Aber wir haben das Überraschungstotem gefunden. Ja, zufalls, ja, hier Erinnerungsfragment, oberer Rand. Serie Wintervorrat fertig. Dank der Höckerfrucht. Serie Sommerfrüchte fertig. Dank der Nachtkugelschwarm. Serie 3 Generation fertig. Dank der Mitbringselvase und... Lebenssteuerung. Und natürlich dem Enkelinkopf. Und gnadenloser Extraktor. Groß, goldener Globus, ein Gelbsaurier und... Schwachsinniges Marvel-Ding. Ja. Der gnadenlose Extraktor. Jawohl. Komplett erforscht. Sehr gut. 11 Stück. Mussten ihr leben lassen. Davon ja. 6 von unseren weisen Freunden. Ja, wie das passieren konnte, das weiß ja keiner. Ja, dass der Typ zugeschleckt hat. Aber naja. Und vielleicht einer, der im Abgrund gelandet ja, ist. Aber wie das war ganz ehrlich, das ist seine eigene Schuld gewesen. Ja, da ist er ja. Er weiß, worauf er sich eingelassen hat. Als er der hätte sich da nicht hingeworfen werden müssen. Also er hätte sich nicht selbst hinwerfen lassen sollen. Ich behaupte, du hast einfach nur deinen Arm gemacht und er hat sich quasi selbstmörderisch in deinen Arm gelegt und ja genau, er hat meinen Arm bewegt und also Herr Wachtmeister, ich hab's genau gesehen, so war das. Ich hab mich auch gesehen. Gut. Yeah. Okay, ich nehme nichts mit und verneine alles. Waren wir schon im Countdown? Ich bin mir halt echt nicht mehr sicher. Also, okay, was zur Not nehme ich mit? Rot? Okay. Immer so 50 Rot mit. Joa. Ja, okay. Wir sind derbe ja, Countdown. Der Countdown hat direkt angefangen, okay. Ja, oh, da war noch das Vogelding. Oh, da sind noch einige Schätze überall. Ach ja, du hast ja gesehen, auf der anderen Seite war jetzt hier noch, genau, da waren aber noch Gegner. Und hier war noch Kram und... Naja, würde ich einfach sagen... Da war noch ein Dungeon anscheinend. Ja, da müssen wir aber erstmal irgendwie hochfinden. Das stimmt, da oben ist ein Dandori-Duell, aber da müssen wir erstmal die Binden... Die Fäden ausfädeln. Genau. Da ist noch was. Hier ist nicht viel, aber etwas. Nee, so extrem viel ist es tatsächlich nicht unbedingt hier mehr. Nee. Was, dann müssen wir auf dem Sessel, aber wie wir da auch raufkommen, das erfahren wir. Achso, das ist mit dem, der die ganze Zeit da hin und her fährt, aber wie wir da hochkommen, ist die Frage. Rüberspringen, glaube ich, vielleicht. Nee. Ja, da wissen wir auch noch nicht, wie wir da hochkommen. Dann sind hier irgendwelche merkwürdigen. Immer mit den Bindfäden. Achso, das ist die Verbindungsstrecke durch den Tunnel. Ah ja, genau. Hier ist ja, noch so ein Ding. Ja, noch so ein Ding, Augenring. Ja, oh, du kannst von hier die Schiene benutzen. Ja, okay. Ja, okay, das ist das schon mal geklärt. Aber hier, das weiß noch keiner. Da habe ich echt keine Ahnung. Der Ventilator vielleicht? Das kann sein, den habe ich glaube ich noch nicht benutzt. Ja, dann wird das der Ventilator sein, weil anders ja, okay, kann ich das mir das nicht Sinn. Erklären. Das ergibt Sinn, ja. Okidoki. Okidoki. Dann... Kannst du eigentlich Tag beenden und dann direkt wieder rein und dann noch und dann so Tag viel machen wie möglich. Ja, genau. Und dann sagen wir jetzt beenden den heutigen Tag und dann brechen wir das hier ab, denn wir wissen, wie wir laufen. Da-da-da-dam. Speichervorgang. So. Nebenmissionen. Und ich glaube, du kannst tatsächlich mit irgendwem reden und dann kriegst du wieder 30 Klumpen, falls du die jetzt einsammeln willst oder nicht. Ich meine, der hieß Löffler, oder? So ähnlich. Was? Löffel, Lichter, Gabel? Da gab's so diese... Lava, Lichter, Lecker. Ja, Lava meinte ich, aber wer ist denn dann John Pütz, nicht Paul Pütz? Oder Paul Pütz, doch. Paul Pütz kommt mir bekannt vor. Aber ich jetzt aber auch Jean, das ist das französische Paul. Jean ist das französische Paul, kennt man ja. Oh, siehst du, alles aufgebraucht an Medizin jetzt, weil wir 2 Laublinge nach Hause gebracht haben. Dann weiß ich ja gar nicht. Mach trotzdem den Tag, weil du hast jetzt noch 20 Minuten. Nee, mehr sogar mehr noch. Mehr bestimmt. 21. So, war hier noch irgendwas, das war nicht der Kerntresor. Ja. Mag das sein? Goldener Globus. Der Kopf von der Dingens, den haben wir, glaube ich, noch nicht benannt. Ich glaube, doch, den haben wir. Das war Enkelin irgendwas.
Ach ja, stimmt. Kerntresor. Ja, dann und ansonsten. Hier, Heldenschwert. Ein Heldenschwert und Geschicklichkeitsrätsel hatten wir schon. Warum ist und den Kissenkuchen hatten wir auch und den Gleiterporträt hatten wir auch. Nee. Das haben wir gar nicht hier. Oder? Aber das mit dem Rätsel, dass die Brezel Rätsel heißt, das wusste ich. Das wusste ja, ich weiß auch nicht, was darum die dann neu ist. Außer im Sinne von, wir haben sie nochmal neu gefunden. Jeffin, du hast doch persönlich Bernard für die Rettungskrew rekrutiert, nicht wahr? Oh, ich muss drücken. Stimmt, vor einigen Jahren wollte ich beim interstellaren Postamt ein Päckchen aufgeben. Und da sagte eine Stimme, ich kann dieses Päckchen schneller als jeder andere ausliefern. Oh, fandest du nicht, dass das etwas merkwürdig war? Ja, schon. Aber er hat dann mein Päckchen 2 Tage schneller ausgeliefert, als die anderen normalerweise brauchen. Brauchen die nicht nur 2 Tage? Exakt. Unsere vorherige Pilotin war gerade in den Ruhestand gegangen, also habe ich ihm eine Chance gegeben. Und das war auch gut so. Noch besser wäre es, wenn er manchmal etwas leiser reden würde. Oh, okay. Oh, er ist also eigentlich laut. Oh. Und nicht cool. Na, bleib mal cool. Ja, komm, so laut bin ich doch gar nicht. Hast du die gerade lachen gehört? Ich sehe es in dem Ausschlag, ja. Missionstag 37. Ach, jetzt kommt das hier alles. Gut, dann ist es jetzt Zeit für die Heilung. Wird gemacht. Als erstes haben wir da... Dr. 2 und... Die absoluten Leute. Hardy! Aushilfe beim Reisebüro Satella. Über die Jahre hatte er viele verschiedene Jobs und traf dabei immer wieder auf seine Rivalen. Assistent bei Tulbo Immobilien Olitz. Schausassistent beim Immobilienunternehmen Tulbo. Er ist sehr loyal und lässt sich von seinem impulsiven Chef einiges gefallen. Tulbo? Tulibo. Hier endet unsere Arbeit natürlich nicht. Es ist unsere Pflicht, alle zu versorgen, die wir gerettet haben. Also, weiter! Rettungstruppe auf wie... Auf sie! Wir haben 5 Hund. Lass uns noch kurz nach Hund gucken. Wir haben 5 Hund. Ochin, Ochin! Training, Training, ja, sehr gut. Dann sollten wir sofort beginnen. Mega. Mega Sprint. Ah ja, genau, stimmt. Den Sprint wollten wir doch auch noch aufbauen. Ja, dann machen wir jetzt einen Sprint. Weil der halt mega krass ist, um. Das ist aber keine normale Geschwindigkeit. Das ist wirklich für den Sprint. Nee, dann gucken wir, ob wir die normale Geschwindigkeit noch hatten. Aber nee, das war doch nur für... Nichts. Nee, nee, das ist wirklich nur Sprinten. Ja. Wir können den Mega-Hubs auch erstmal fertig machen, aber ich weiß nicht, ob der so wichtig jetzt so war. Also ob das Ocean beeindruckendste Hubs. Boah. Na doch, guck mal, der macht den in 3, 4, 5. Na, dann machen wir den 6, Hubs jetzt. Dann 7, muss ich mir nicht weiter 8. Gedanken machen, was wir noch lernen sollen. Ja. Einmal in den Hubs investiert. Und dann da-da-da. Schließen wir das und dann gehen wir raus. Ja, danke für den Knochen. Aber du kannst doch 2 ins Hundepaddel oder irgendwas. Ach, wir lassen es sparen für... Dann lassen wir sparen. Für den Sprit. Lassen wir sparen reden. Hier haben wir noch jemanden... Ach, das machen wir. Wir haben noch einige. Ja, wir haben noch einige, was wir hier reden können. Aber du kannst auch erstmal zurück. Ja, ich gehe erstmal lieber... Ja, genau. Erstmal das Ding hier und dann machen wir das am Ende der Folge. Ja, genau. Oder wir machen es dann in der nächsten Folge. Ganz genau. Können wir jederzeit... Wir sind ja vogelfrei da. Wir können ja entscheiden, wie wir das machen wollen. Gar keine Probleme. Wir sehen einfach... Alter, warum? Okay. Zur Kenntnis genommen. Ja, weg hier. Komm. Zeit drückt. Zeit drückt. Heldenversteck. 44%. Naja. Normalerweise haben wir 47% immer dann gehabt. Wir haben und dann haben wir Dungeons gemacht und dann haben wir 74% gehabt. Das ist uns 2-mal passiert. Ja. Das kann aber den Besten passieren. Ladies. So. Dann direkt. Dori. Frisch ans Werk mit Egons Plan. Du könntest die Flügel picken mitnehmen? Nee, nicht, ich wollte nicht die Empfehlung. Nein, die Empfehlung des Tages ist nicht gut. Ich wollte erstmal, ich nehme erstmal Brote mit. Genau. Ich mache erstmal den Hund kaputt. Ja, genau. Das ist das Wichtigste. Wenn der Hund weg ist, sind wir alle glücklicher. Stört sich dieser grüne Hund? Na, dann lenke ich den Pick-Pick-Karotten ab. Sind den unter Drogen? Ja. Das ist ein sogenannter Drogenhund. Ja. Versteht sich von selbst. Ja, klar. Du meinst doch nicht, ein Drogenspürhund ist dazu da, dass er die Drogen nicht bei den Polizisten landen. Bam, zack, zack.
Jetzt einfach alle instant rüber gepfiffen. Alle komplett direkt weg. Ach, das wäre schon irgendwie schön. So, dann gehe ich erstmal da hinten und hole den Kran. Da oben hängt noch so ein Kranich. Ja, genau. Warum Kranich? Warum wahrscheinlich auch nicht? Hier mit so einer Plattform, die da ja, irgendwas, ja, irgendwas müssen wir da finden. Ich rush erstmal hier hinter der Tasche. Ja, das ist ja das. Kommt man hier so einfach? Natascha. Wow. Wahrscheinlich wirklich von oben rauf. Ja, hier muss man doch. Ja, kann man doch durchgetunnelt. Okay, gut. Hast recht. Aber nur mit dem Hund. Oh, der Gegner, der ist nur mit. Weil. Ich hab nichts gesagt. Nur ich mit dem Hund. Ja, der Hund kann da auch durchrushen. Okay, cool. Oh, noch eine Game Boy Advance Cartridge. Oh, was haben wir denn hier? Das ist Mega Man. Nee. Parodius? Irgendwas mit den Dingern aus Mario ist Galaxy, oder? Sehe ich das richtig? Nee, es gibt Mario Galaxy gibt's nicht. Nee, das ist nicht Mario. Ich hätte jetzt aber, ja, es sieht ein bisschen aus wie Galaxy oder Mario Party 3 oder irgendwas. Nee, aber keine Ahnung. Werden wir später noch. Werden wir gleich, ja, genau. Werden wir vielleicht noch identifizieren können. So, da haben wir das auf jeden Fall schon mal. Das ist schon ganz nett. Haben wir hier noch ein bisschen Material. Da war ja jetzt auch gegnermäßig nichts mehr irgendwie im Weg oder so. Aber die Frage ist wirklich, wo sollen wir jetzt noch die anderen Zahlen für den Tresor herbekommen? Ich weiß nicht mal, wo wir die erste her hatten. Hm. Bin ich mal ehrlich. Ach so, vom Tisch aus wollten wir noch gucken. Da habe ich, glaube ich, nicht alles gemacht, oder? Oder ja, bin ich denn doch damit noch? Hier war noch Kram, ja. Auf jeden Fall Baumaterial und... Ja. Der Weg nach drüben. Genau, auf das Ding wollten wir auch noch irgendwie. Ja, und so kommt man an den Kran nicht ran. Ja, geht, glaube ich, da hinten. Wahrscheinlich wirklich durch den Ventilator. Kannst du den Ventilator hier mit ausmachen oder einen anderen damit anmachen? Nee. Oh, damit machst du den weißen da hinten an. Nee, du hast doch den ja damit angemacht. Ah, nee, stimmt, ja. Die komische Dings hier, die müsste... Die fällt ja einfach mal im Kreis, wa? Ja, ja, aber ob die, wie nah die rankommt, ist halt die Frage. Du kannst nicht vom Tisch darauf springen, auf keinen Fall. Nee, das sieht nicht gut aus. Aber die müsste da hinten auf der Oberfläche landen, vorbeifahren, behaupte ich. Oder die fährt hier an der Couch vorbei direkt. Ja, das wäre nämlich jetzt auch eher mein Gedanke gewesen. Oh, man kann hier auf die Lehne, da ist noch Gold. Ja, ja. Oh, flieh! Flieh. Ja, genau, flieh, ihr Narren. Und da wäre unsere Abkürzung gewesen. Oh, die hält sogar kurz. Machen wir erstmal das Kranich-Ding. Genau. Und dann kannst du von da aus auch direkt aufs Sofa. Zum Beispiel. Denke ich mal. Dann kannst du den Taschenrechner direkt auch noch mitholen. Da kann man alles. Hat man gewonnen. Damit hat man gewonnen. Exakt das wollte ich eigentlich sagen. Aber damit kann man alles, ist auch eine gute Aussage. Wong. Toll, einer ist hier oben gelandet. Ja, die... Na, ob das... Jawoll. Ja, guck mal, wie smart die sind. Die sind richtig smart. Die Guys sind richtig smart. Wie smart die sind. Wie smart die sind. Genau, und dann wollten wir da oben irgendwie... Da wären wir theoretisch ja auch noch irgendwie... Du hattest doch... Weg gesehen, wie wir da oben rankommen. Ja. Das war der eine Ventilator, ne? In den ich noch nicht reingesprungen bin. Ne, zwei noch. Einer. Einer. Na, hier die Rutsche. Ach, die Rutsche, genau, die ich irgendwie nicht wahrgenommen hatte, so richtig. So, jetzt holen wir die Materialien und das Gold. Yeah, das Gold, das habe ich immer gewollt. Denn ich bin ein Materialistenschwein. Das hat irgendwie nicht ganz gepasst, wie ich das gerade gesungen habe. Alles. Geht schon. Das wäre jetzt doof. Das ist sowieso doof ist. Spuck das Ding aus. Dass du nicht genug Pikmin dabei hast, um Gold und Dingens zu holen. Ja. Ja. Material oder Gold? Gold ist Schatz? Gold ist Schatz. Also Glycerium, aber Glycerium macht ja nicht mehr viel. Aber es gilt als Schätze wahrscheinlich, ja. Ja, Gold. Und du hast wieder Ocean in Geschichte. Mann, der Hund soll mir aus der Latichte. Der soll mir aus der Latichte. Das ist doch nicht zu fassen. Ja, oder? Die Pikmin kommen bestimmt durch, die springen bestimmt selbst in den Ventilator und so und kommen dann wieder hier oben hin. Ja, ganz bestimmt machen die das. Warum nicht? Sehen wir's aus. Schick doch die hier schon mal los mit dem Material. Ja, lass mich jetzt mal kurz ein bisschen Tee trinken. Nein. Ich meine, die können doch die schräg hochlaufen und dann können die einfach auf den Tisch und dann können die doch einfach in den Ventilator rein. Theoretisch, wenn das... Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich geh mal nach draußen. Wolltest auch noch mal aus irgendwelchen Gründen drei Material. Ich treffe mich mit Benny.
Da tut sich ja nichts. Die hocken da alle. Die Hick hocken da alle. Die Hick hocken da. Nee, da sind sie doch. Ach, verdammt. Na egal. Der Weg ist kürzer so. Aber ich gebe dir nicht die genug Kulturen, auch noch hinzugucken. Das kannst du vergessen. Oh, hier runter? Nee, nix. Bup, bup. Warum gehe ich eigentlich. Also. Warum gehst du jetzt überhaupt noch auf die Couch? Na gut, ich muss die Dings da holen. Und da sind auch noch ein paar, die sie nicht abholen. Und da sind noch drei auf der Couch. Naja, Kissen. Da gehen die anderen jetzt noch hin. Also vier von den anderen, da sind sie. Mann, die können mich alle. Die holen das Material. Wenn ich hole das vor denen. Wow. Du klaust ihre Jobs. Pass auf. Und dann die. Oh, da ist ja noch mehr. Die habe ich. Das habe ich doch gerade schon dreimal gesagt. Nee. Nö. Dann habe ich das nicht wahrgenommen und es tut mir leid. Dann muss ich aber auf die warten. Musst du nicht! Mach doch erstmal was anderes und pfeif sie dann einfach zu dir. Ganz simpel. Meinst du, man kann den Hund nochmal runterprügeln? Ja klar, wenn er wieder wach wird. Wenn er wieder wach wird. Ich meinte, wenn er jetzt. Hast du die Shepard-Dokumente gelesen? Ist es gut, die Grundlagen zu kennen? Die Shepard-Dokumente. Shepard gleich. Aber nur wenn du die Schnauze nicht hältst. Ja. Guck mal, ja, Junge. War ja alles gar nicht so gemeint. So, jetzt hoch zur Spüle und dann den Slide-Move gemacht. Ne, ich glaube, nach oben ist schon richtig. Denn durch den Tunnel nach oben kommen, oder nicht? Nicht den Tunnel. Ah, ne, stimmt. Ne, das ist mit dem Ventilator-Ding. Ne, hast du recht, okay. Mach's schon richtig. Hab mich einfach mal wieder vertan. Ich hab mich vertan. Ist schon wieder Halbzeit? Ist schon wieder Halbzeit, ja. Meine Güte. Die Tage verfliegen aber auch, wenn man Spaß hat. Spaß. Mach's gut, Hund. Dich nie gemocht. Kann der keinen Super Slide machen? Ist ja unfassbar. Was ist das für ein Hund? Der ist nicht Slider als wir. Was willst du tun? Slider kann er das nicht, ne. Genau. Schieb. Yeah. Wow, und hier haben wir jetzt... Kletterseil ausgerollt. Kletterseil. Mhm. Genau, dann kannst du hier theoretisch noch weiteres... ...sammeln. So... Willst du auf die Karte gucken, um so zu gucken, was noch übrig ist? Ich gucke auf die Karte. Hier hinten in der Ecke ist eine Pflanze, ist noch was. Komm her, Hund. Ja, nimm den besten Weg. Den umständlichen. Er wollte halt nicht einfach so vom Tisch springen. Ach, guck mal, da oben links, rechts ist ja die Digits für den Tresor. Hä? Da, ja, da oben rechts. Fragezeichen, Fragezeichen 5. Ja, das sehe ich schon die ganze Zeit. Ja, aber das sehe ich zum ersten Mal. Okay. Ja, die 5 haben wir schon eingegeben, aber der Rest, wie gesagt, ich habe gesagt... Welches die... Ah! Das sind die Karten! Oh, Hanafuda natürlich. Der Unterschlupf! Hat es nicht da so ein Symbol gegeben, ja. Ach, hier unten drin. Okay. Irgendwo gibt es noch eine Herzkarte. Ja, wahrscheinlich liegt die oben, Stimmt, hier oben war... Nee, doch, da haben wir angefangen. Nee, aber oben bei Hund. Danke für dein Dasein. Dabei sein. Oben bei Hund? Nee, nicht oben bei Hund, weil der Hund gekommen Mann! Ich habe Hund gesagt, weil der Hund gekommen ist. Da oben hinten, wo wir jetzt gleich hochventilieren. Okay. Da kann eine Karte liegen, ja. Da liegt eine, möchte ich meinen. Ah, okay. Wenn nicht, dann... Dann machen wir auf und dann... Der Laubling! Ihr habt Moss 5-mal getötet, was soll das? Guck mal her. Guck mal, einer. Sich einer einfach... in den Staub gemacht. Nee, der fällt nach da, da muss der Ventilator da... Und? Aber das ist auch keine Karte. Da ist noch Dandori? Mann, aber muss auch irgendwo die Karte sein. Ach, da unten ist er. Ja, da ist er. Da meine ich doch. Achso, du musst mit dem Schalter dann den anderen noch anmachen. Huch! Genau, aber du machst entweder den Ventilator oder den hier an. Na, du musst Ocean dort lassen. Ach, dieser. Aber nee, der kannst du gar nicht springen. Ja, egal, man kann anscheinend nur reinrennen und dann wird man schon hochteleportiert. Achso, ja, ist dir gerade passiert, ne? Ja. Ja, okay, gut, ja. Dann musst du Ocean da lassen mit einem Pikmin oder nur Ocean. Kann ich aber auch gleich, wenn ich schon mal hier bin,
noch versuchen, ob ich meinst du, das schaffe ich nicht, da brauche ich Geld für, oder? Naja, gelbe sind nur fürs Hochwerfen, das geht. Nom nom! Ich wurde einfach runtergeglitscht, was soll das? Oh, nom nom! Oh, und der andere Hund ist, ja, da ist er gleich wieder. Naja. Moss ist wieder los. Und hier links ist auch noch ein Ei gewesen. Los Mossos. Oh, los Boyos Amanos. Fünf, ja. Oh, sieh nur, dieser Hund scheint aufgewacht zu sein. Naja, ein paar Pikmin werden. Ja, ich wollte gerade sagen, ohne Pikmin würde ich da jetzt auch nicht hingehen. Dann will ich nur den Hund wegschmeißen. Ja, genau. Oben oder rechts? Oben müsste einen. Ja. Seid ihr dumm? Ja, scheinbar. Und einige sind vom Tisch gefallen. Seid ihr so richtig dumm? Ja. Ja, du musst doch einen raufwerfen. Bist du dumm? Nee, ich wollte eigentlich jetzt zum Hund wechseln. Aber man wechselt mit dem LB-Button zum Hund. Nein, das ist Y gedrückt halten und ja, dann... Ja, das ist umständlich, ich weiß. Vor allen Dingen hast du mir das schon zweimal erklärt. Ich weiß. Mann, jetzt will ich die ganze Zeit einfach LB drücken. Ja, ich weiß. Kommt ihr auch? Oder habt ihr Angst? Scheinbar. Was rüttelt ihr da in der Mitte? Ja, ist Aschenbecher oder was ist da los? Hier, ohne euch. Yeah, ich bin's, tanzender Dandori-Mann. Dandori. Diese Laublinge, die sind überall. Dandori, der Zeug, Dandori überall. Noch einmal Dandori, noch einmal. Hodor. Oh je. Wie viele Gestrandete wurden die Laublinge verwandelt? Alle. Eigentlich unwichtig, wir müssen sie alle retten. Machst einfach ein Tresor auf, da liegen so 50 Laublinge einfach. Ja. Und haben Time of their lives. Ja. Und wir ruinieren ihnen das alles, weil wir sie zurückschicken in ihr armseliges Leben. Ja. Ohne Dandori, ohne Pikmin, ohne Space Dogs. Ich glaube, Moss hat dir einige deine Pikmin geklaut. Nein. Warum hast du dann nur 83 von 90? Von der, den die geklaut haben. Der sieht ja recht pikminlos aus. Kommen noch welche gleich angerannt? Symbole und Zahlen, Moment mal. Welche. Ach, da sind sie. Sieht gut aus. Ich glaube, ich weiß, was es ist. 2, 4, 5. Oh, da meine Bankpin. Wo ist jetzt der Hund? Ach, der Hund kommt nicht einfach so, wa? Der ist nicht für Pikmins zuständig. Also da ist noch eine Null drin, aber ich sag nicht wo. Hey. So, na dann. Machen wir einfach mal den noch angucken, was der Tresor zu sagen hat? Ja, lass uns noch in den Schokotresor gucken. Oh, ab, Hund. Falscher Weg, was soll's. Ja, jetzt guckst du, wa? Er guckt da gar nicht, weil Hunde nicht hochgucken können. Und das können sie aber doch. Ich weiß. Wer hat das eigentlich irgendwann mal erfunden, dass Hunde nicht hochgucken können? Das war können? Big L. Wer ist Big L? Weiß ich nicht. Ein nicht auftauchender Charakter in Shaun of the Dead. 1, 2. Danke. 1, 2, 3, 4. Und die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Superzahl ist die 8. Ba, sie haben Olima gefunden. Bereit für eine Stunde Cutscene. Oh shit, tatsächlich. Ja, natürlich. Naja, eine Stunde würde ich jetzt nicht sagen, aber... Das ist gar nicht Olima. Das ist der Laubling. Wir haben es ja wieder mit diesem Laubling zu tun, richtig? Er versteckt sich in einem Unterschlupf. Ob das etwas bedeutet? Haben wir es hier etwa mit Captain Olima zu tun? Das glaube ich nicht. Das wäre so ein bescheuerter Twist. Ich bin beeindruckt, dass ihr diesen Ort gefunden habt. Und nun wird es Zeit für das letzte Duell. Lass uns beginnen! Nee, komm, nächste Folge. Ja, eben. Oder irgendwann übernächste oder so, bis wir fertig sind mit dem Level hier. Seh nur, der Hund! Der Hund? Wenn das wirklich Olima ist, dann muss er wieder zurückkommen. Ob er will oder nicht. Failen, Ocean! Zeit für euren Einsatz. Folgt dem Laubling. Kannst du mich mal. Olimas Unterschlupf ist offen. Wir haben den Laubling, nachdem wir gesucht haben, im Unterschlupf entdeckt. Ob das wirklich Captain Olima ist, ich habe inzwischen Zweifel. Entdeckt.
Gewinne das Dandori-Duell. Wir machen erstmal das andere Dandori-Duell in der nächsten Folge und dann machen wir das hier und dann gucken wir, ob wir hier vielleicht noch irgendwas anderes haben, was uns fehlt, weil ist halt die Frage, wie viel Prozent jetzt noch übrig sind, ne, nachdem wir jetzt das ganze Zeug zurückgeholt haben und ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich schon alle Gestrandeten gerettet haben. Ich denke nicht, weil wir haben ja noch, wie gesagt, Dandoris offen. Ah ja, stimmt, ja, der eine Dandori da. Aber auch dann, glaube ich, haben wir noch nicht irgendwie 9 von dieser... Wobei, von dieser Schulgruppe? Die Schulgruppe ist, glaube ich, ziemlich voll. Aber wir haben, ich glaube, die TV-Crew ist noch nicht voll. Ja, eben, ja. Die TV-Crew waren 9 Leute oder so. Nee, die TV-Gruppe waren 4. Was? Die Schulgruppe waren 9. Die Schule nicht 4? Nee, das die waren 9. Das waren nur die Dozentin und ihre 3 Klassentypen da. Na, aber es war eine andere Gruppe, die 9 war, wo der eine Chef irgendwie... Ach, die Touristen ja, genau, mit dem abgestürzten genau. Raumschiff, ja. Ja, richtig, ja, das ja, waren 9 ja, Stück. Okay, ja, ja, ich glaube, die TV-Crew waren auch nur 4 Leute oder 3 sogar nur. So ein Schauspieler, dann ein Kameramann. Aber war nicht die Reporterin. Die Diva. Ja, genau. Diva. Reporterin, die Diva genau. Die Reporterin hatten wir ja schon. Da die Diva hatten wir schon. Den Opernsänger hatten wir schon. Stimmt, und da fehlt nur noch der Kameramann eigentlich. Ja. Ja, fertig, ne? Denke ich auch. Wo liegt gerade das da hinten? Oder guck nochmal auf die Karte, ob naja, da noch ein Schatz ist. Also, wir haben hier noch welche offen, möchte ich meinen. Ja, das eine Dandori-Duell, das Dandori und nicht. Die restlichen Schätze hast ja, du alle gesammelt okay. Jetzt. Okay, das ist ja, das war ja ziemlich, bin ich selbst überrascht, dass das funktioniert hat. Hier ist ja, noch Material. Da ist noch Material, ja. Das ist ja nun jetzt nicht unbedingt das Wichtigste der Welt. Nicht unbedingt, nee. Okay, also abseits davon sind es wirklich noch die 2 Sachen dann. Na, hier ist ein Dungeon. Nee, Quatsch, hier ist ein Dungeon. Hier ist ein Dungeon. Oh, stimmt, den Dungeon haben wir noch nicht gemacht. Dann haben wir noch einen Dungeon, dann haben wir noch dann haben wir einen Dungeon ein und die beiden Dandoris. Genau. Und das Battle. Das normale Dandori, das Battle und den Dungeon. Okay, dann mache ich beim nächsten Mal das normale Dandori und fange den Dungeon an und du machst den Dungeon und dann das Dandori-Battle. Gegen den Laubling, der nicht genannt werden darf. Ja, also wenn das zeitlich natürlich alles hinhaut. Ja, wenn der Dungeon jetzt irgendwie lange ist oder sonst was, dann... Das muss alles stimmen. Ja, aber an der Stelle, ja, tatsächlich. Sind wir doch gut durch. Also ja, die Frage ist, ob wir dann... Wir sollten vielleicht vorher auch noch eine Nachtmission zwischenhauen. Ja, einfach. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch Schlöppes. Ja. Wenn wir Schlöppes nicht haben, dann... Dann schlöppelt sich's nicht. Genau, weil also wir brauchen, ohne Schlöppels kann man nicht schlöppeln. Ja, genau. Also wir brauchen ja einen für den normalen Laubling, in dem normalen Dandori-Duell und dann für den speziellen Laubling bestimmt auch noch. Der braucht bestimmt 5. Der braucht alle anderen, die man nicht verwendet hat, die man noch kriegen kann. Naja, wie viele Nachtmissionen haben wir denn eigentlich noch? Oh, bestimmt noch. Ah, ja, 4. Ach so, wir haben, stimmt, wir haben, nee, wir haben in dem dritten Gebiet haben wir, glaube ich, nur noch 1. Ja, und dann das vierte Gebiet hat wieder 3, nehme ich mal an. Das sind 4 noch. Ah ja, stimmt. Also wenn im vierten Gebiet überhaupt. Ja, denke ich aber mal. Vermutlich ja. Und dann wer weiß, was sich noch auftut am Ende. Was noch? Aber eigentlich würde es ja passen, wenn jetzt nur noch 2 Laublinge zu retten sind und das letzte ist jetzt im dritten Gebiet quasi nur noch eine Nachtmission für genau 2, ne? Ja. Medizin. Würde ja passen. Ja gut, ja, das stimmt. Wir wissen halt auch nicht, wie viel Medizin wir pro Dings kriegen. Ne? Ja, genau. Aber ich schätze, da bei deinem mit 2 Jalapenos schon 2 Medizin waren und das letzte waren jetzt 3 Jalapenos an Schwierigkeit. Wäre aber komisch, wenn die Schwierigkeit bis 5 geht und wir haben nicht einen 5er Schwierigkeitsgrad. Das ist wahrscheinlich Postgame. Das ist möglich, ja. So, wir haben Element des Muts. Dann haben wir noch den Autoritätsroboterteil, das Autoritätsroboterteil. Und Element der Kraft. Und mathematisches Sportgerät. Unvergleichlich wertvoller Vogel. Und Brett der kreisenden Erinnerung. Aber trotzdem, ich kann es immer noch nicht erkennen. Gute Idee. Ich weiß nicht, was... Irgendwas Gacha-mäßiges. So ja, irgendwie so, ja. Kapsel, 4 GB, Aki, 4 GB, nee, das ist AGB. Das, okay, das kann auch sein. Das sind so halt die Sachen, ja. Die so auf der Cartridge draufstehen. Ja, ist irgendwas wahrscheinlich japanisch-exklusives. Ja, exakt, ja. Okay. So, wir haben heute verloren. Bestimmt niemanden, weil es nichts passiert. Nö. Das waren 4%, die du damit fertig gemacht hast. Der Dungeon muss aber riesig sein. Da sind jetzt noch fast 30 Dingens drin. Ich kann es kaum glauben. Dieser Laubling soll wirklich Captain Olima sein. Ja, das hat mich auch überrascht. Auch wenn er irgendwie seinen Hund mit Moss benannt hat. Und wir wussten, dass Moss der Hund von Olima ist. Und das Ganze ist irgendwie schon 20 Tage her. Aber es sieht fast danach aus. Der Hund, der verschlossene Unterschlupf. Alles ist genauso wie im Logbuch beschrieben. Aber um diesen Laubling retten zu können, braucht es wohl einen richtigen Dandori-Meister. Damit können wir dienen. Zeig diesem Laubling mal, was du in Sachen Dandori so drauf hast. Dann soll ich das machen. Digo! Ja, los!
los. Schickt einfach Digo hin. Von mir aus kann ich dann auch Olli machen. Wir werden sehen, wie die aber Folgen wir machen fallen. Ja immer so, ich eine Folge, du eine Folge und so weiter und so fort. Ja. Und, also, schauen wir einfach, wie das funktioniert. Tag 38. Ganz genau. Zur Not machst du dann einfach noch eine Nachtmission, um sicher zu sein, falls da noch was übrig ist. Und dann mache ich dann Olima. Wie auch immer, wir werden es dann sehen. Wir reden ja sowieso noch viel mit Leuten hier. Das kann ja auch noch ein gutes Stück von Folgen wegnehmen. Oh, das wird wegnehmen. Die ganze nächste Folge, wenn ich mich so umschaue. Oh Gott, da habe ich schon gesehen. Na gut. Aber in dieser Folge machen wir es erstmal nicht weiter, denn das wäre es mit dieser Folge von Let's Play Pikmin 4. Für diese Folge. Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin der Faylord. Der Captain war auch dabei. Und tschüss, bis dann. Und immer schön schwiggy bleiben.